Ein Reflex ist laut Duden die Reaktion des Organismus auf einen das Nervensystem treffenden Reiz. Wenn so eine Geschichte mit Hunden, Pawlow und dem Speichel funktioniert, warum dann nicht auch mit Linken, ein paar Vorwürfen und einem beliebigen Beteiligten? Was war passiert? Peter Krause sollte Kultusminister werden. Er schrieb vor 10 Jahren für einige Monate für die junge Freiheit. Das reicht bereits für das finale Urteil. Untragbar. Was er geschrieben hat, wusste niemand. Braucht man ja für einen Reflex nicht. Krause wird als Stichwortgeber der NPD diffamiert. All dies geschieht völlig unwidersprochen. Beim Großteil der Thüringer Medien ist der Konjunktiv schon lange Fakt. Dass Menschen, die ihn kennen, sich überparteilich für Krause ausgesprochen und jeden Vorwurf des Rechtsextremismus zurückgewiesen haben, spielt für die politischen Zeitzeugen keine Rolle. Dass niemand mehr Stichworte für die braunen Kohorten liefert als die Linke mit ihrem antikapitalistischen Neonationalismus, stört niemanden. Lafontaines Warnung vor den Fremdarbeitern im Wahlkampf 2005 ist natürlich über jeden linken Zweifel erhaben. Der Reflex erfordert es, in Fällen wie den jetzigen immer gleich mit einer Absolutheit und Endgültigkeit zu urteilen, die Angst macht. Da ist Krause am besten gleich ein Neofaschist, wie Neo-Ossi Ramelow verlautbaren darf. Das alles ließe sich ertragen. Das Drama ist ein anderes. Wenn man Krause zum Faschisten, Neonazi, Ultrakonservativen macht, dann ist es ja auch nicht schlimm, wenn man ihn irgendwann angreift. Wenn nun das Auto seiner Frau zerstört wird, dann ist das in der Logik der Ramelows nur konsequent. Es ist ja auch nur Gewalt gegen Sachen und das im Namen einer guten Idee. Reflexe sind so viel einfacher als denken.